Wie kaum ein anderer hat er als Bundesminister, als SPD-Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag sowie als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland das politische Geschehen in Deutschland maßgeblich mitgeprägt. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Vogel, und freue mich auf unser Gespräch. Was muss man eigentlich tun, um ein wertbeständiger Politiker bis ins hohe Alter zu bleiben? Also zunächst einmal habe natürlich auch ich Fehler gemacht und bestreite das auch gar nicht. Eine völlig fehlerlose Lebenslinie, da müsste man schon fast ein Heiliger sein. Aber ich habe mich bemüht, ja. So wie es Willy Brandt auf seinem Grabstein eigentlich stehen haben wollte. Man hat sich bemüht. Maßgebend waren dafür bei mir, dass ich mich an gewissen Kriterien orientiert habe, insbesondere an der Wertordnung des Grundgesetzes, die sich für mich auf meine christlichen Überzeugungen stützt. Dann hat für mich schon immer auch die Verantwortung vor Gott, die in der Präambel steht, eine Rolle gespielt. Also das Wissen, dass man nicht die letzte Instanz ist, sondern dass man für sein Tun und sein Lassen eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Aber dann habe ich natürlich auch glückliche Lebensumstände gehabt, nicht? Ob man Fehler macht oder nicht, hängt ja nicht nur von einem selber, sondern auch von den jeweiligen Lebenssituationen ab. Und da habe ich in meinem Leben viel Anlass zur Dankbarkeit. Schließlich haben auch Vorbilder für mich eine Rolle gespielt. Nicht eine ganze Serie von Vorbildern, aber doch zwei oder drei, bei denen ich mich dann gelegentlich gefragt habe, wie würde der jetzt handeln? Bei der Gelegenheit kam mir in den Sinn, dass Sie ja noch vor wenigen Jahren Mitglied des Nationalen Ethikrates waren, wo gesellschaftliche, grenzwertige, ethische Probleme wie Gentechnik und Embryonenschutz und auch Recht auf Leben behandelt werden. Kommt dann schon mal der Gedanke, dass Sie dann die aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden in solchen etwas ausweglosen Situationen? Nein, also dieser Gedanke hat mich noch nicht ernsthaft beschäftigt. Ich meine, ich habe eine Patientenverfügung getroffen. Ich will nicht, dass ein Sterbeprozess verlängert wird, aber ich will nicht, dass mein Leben aufgrund meiner eigenen Entscheidung womöglich auch noch mit fremder Hilfe beendet wird. Nein, da spielt auch die Vorstellung eine Rolle, dass das Leben ja ein Geschenk ist. Ja. Und, ein Geschenk des Herrgotts letzten Endes und dass man es nicht selber einfach beiseite werfen darf. Aber es ist wichtig, dass jetzt die Palliativmedizin Fortschritte macht, die Hospizbewegung und dass infolgedessen auch dieser letzte Abschnitt des Lebens in einer erträglichen Weise ablaufen kann. Für uns Christen ist der Tod ja nicht die letzte Station, ist nicht die Endstation, sondern wir glauben an ein Leben nach dem Tod. Worauf gründen Sie diesen Glauben? Ja, das ist natürlich eine Ableitung aus dem Evangelium. Da ist es ja in einer durchaus anschaulichen Weise beschrieben und geschildert und das akzeptiere ich in Gestalt, dass ich es glaube. Im Übrigen darf ich mir den Hinweis erlauben, auch in der Tora und auch im Koran ist ja ein Leben nach dem Tode durchaus Gegenstand der Lehre. Ein Gedanke, der dabei eine Rolle spielt, ist auch der, dass es in jedem Menschen
einen göttlichen Funken gibt. Mhm. Also das Ebenbild Gottes, das bedeutet wohl auch in dieser Richtung ein Argument dafür, dass das Leben nicht mit dem irdischen Tod vollständig endet. Mhm. Der Apostel Paulus setzt sich sehr intensiv mit dieser Frage der Auferstehung auseinander. Und er sagt im 1. Korintherbrief, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, der vom Tode auferstanden ist. Und würden wir nicht an die Auferstehung glauben, so wäre unser Leben letztlich vergeblich. Sie haben zeitlebens... Entschuldigung, das ist ein wichtiges Wort, das man bedenken soll. Aber das bedeutet für mich nicht, dass ich ein negatives Urteil über Menschen fälle, die nicht an ein Weiterleben glauben. Nicht? Natürlich. Zum Beispiel hat Helmut Schmidt jetzt in seinem letzten Buch dargelegt, warum er, wie auch seine Frau, nicht an ein Weiterleben glauben. Ich respektiere das. Ich teile die Ansicht nicht. Ich respektiere das aber und würde nicht ein persönliches Überlegenheitsgefühl aus meiner Glaubensvorstellung ableiten wollen. Ich würde nur sagen, das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn ich jetzt also meinetwegen mit Jesus bekenne, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kann ich eigentlich nur sagen, für mich ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so könnte man das dann auch auf die Auferstehung übertragen. Dem stimme ich zu. Ja. Sie haben sich zeitlebens auch zum katholischen Glauben bekannt und ich habe gelesen, dass Sie auch als Kind oder Jugendlicher Messdiener gewesen sind. Haben Sie an diese Zeit eine gute Erinnerung? Zeitlebens zum Glauben bekannt, da muss ich schon anfügen, dass ich natürlich auch mit meiner Kirche in einer noch immer andauernden Konfliktsituation lebe, als wieder verheirateter Geschiedener. Ich verfolge die Diskussion aufmerksam und sehe, dass da etwas Bewegung hineingekommen ist, aber ich habe nicht ein Leben lang ein der Lehre gehorsames Leben geführt. Das möchte ich schon einräumen. Ja, an die Zeit als Messdiener erinnere ich mich gern. Erstens, weil damals die Gebete ja noch auf Lateinisch gebetet wurden. Und ich erinnere mich immer noch, wenn man dann das Confiteor als Messdiener mitsprechen musste, dann hat man meistens nur die ersten beiden Sätze und dann lalalalalala, weil das für einen Achtjährigen oder Neunjährigen noch zu schwierig war. Außerdem hat es schon was bedeutet, dass man mit dem Priester da vorne am Altar stand. Also, das war bei mir in Göttingen in den frühen 30er Jahren. Ja. Dass einfach mit diesem Messdienerdienst auch, sagen wir mal, eine gewisse Furcht oder Ehrfurcht vor Gott verbunden war. So hat das mal Gottschalk mir gegenüber geäußert. Er sagt, das war eine Atmosphäre, die ich als Kind sehr beeindruckend gefunden habe und die sich irgendwo bis auf den heutigen Tag in meinem Leben wiederfindet. So könnten Sie es nicht sagen. Also damals hat das natürlich für diesen 8- und 9-jährigen Buben eine Rolle gespielt, eine sicherlich ganz wichtige Rolle. Aber dass das bis heute fortwirkt, das würde ich für mich nicht akzeptieren. Bitte, wenn ich kleine Messdiener jetzt da am Altar sehe im Gottesdienst, dann denke ich manchmal an meine Zeit. Aber eine orientierende Erinnerung, da würde ich zu hoch greifen.